Aber kommen wir noch mal persönliche Erfahrung dazu. Was motiviert eigentlich die Vertrieblerin, den Vertriebler? Und ich habe die Kurve genau andersrum, also ich fange oben links an. Also das erste ist mal, ja, die Bedürfnispyramide kennen wir alle, mit dem Grundgehalt muss mal irgendwo abgedeckt sein, dass die Leute gescheit leben können. Abtrag oder Miete, Essen, Trinken, ein bisschen Urlaub, das muss irgendwo da sein. Und klassischerweise gehört zu einem Vertriebsjob eigentlich auch ein Firmenwagen. Ich weiß, dass manche Unternehmen das im Prinzip nicht machen, aber mein Verständnis ist, es gehört dazu. Dann kommt der nächste Teil, wenn wir in die Einkommensmöglichkeiten reinkommen, variable Anteile, entweder als Quote, ich komme da nachher drauf, Provision, Bonuszahlung. Aber was ganz wichtig ist und was manchmal unterschätzt wird, wenn ein Unternehmen sagt, ich will jetzt die super Leute rekrutieren am Markt und vielleicht auch großzügig ist, sowohl im ersten Block Grundgehalt, wie vielleicht auch tolle Einkommensmöglichkeiten aufzeichnet, mit einem tollen Quoten- und Incentive-Plan. Die meisten Vertriebler sind geschickt genug, sich über das Unternehmen schlau zu machen. Wenn das Unternehmen im Moment nicht den Ruf hat, hungrig zu sein auf Auftragseingang, dann nützt ihnen das gar nichts. Wenn die Dinge nicht zusammenpassen, dann kann der nämlich auch nichts verdienen. Der schönste Quoten- und Incentive-Plan taugt nichts, wenn das Unternehmen keinen Hunger hat auf das, was es gerade will. Dann muss man natürlich eigentlich auch nicht die Leute rekrutieren, aber ich habe es erlebt in meiner Zeit, dass Unternehmen einerseits tolle Sales- und Incentive-Pläne hatten, aber dann, wenn die Vertriebler gekommen sind, Projekte der Unternehmensleitung angetragen haben, sie sagen, nee, das wollen wir ja gar nicht. Und im Moment sind wir nicht so, wir wollen im Moment erstmal unser bestehendes Geschäft ein bisschen besser ausbalancieren. Das kriegen Vertriebler mit. Auch nicht zu unterschätzen, zumindest in allen kompetitiven Branchen, würde ich mal sagen, ist die Pflege des Lebenslaufs. Also die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und der Dienstleistungen, die man da zu vertreiben hat. Klassische Reputation des Arbeitgebers, wer es bei dem geschafft hat, der wird auch überall anders erfolgreich sein. Nicht zu unterschätzen. Und letztendlich Lernkurve und Netzwerk. Und ich nenne jetzt mal bewusst auch mal zwei Beispiele, nicht zu Atos. Ich glaube, eine IBM und Accenture sind beides sehr gute Unternehmen, zumindest gewesen oder noch, kann ich nicht beurteilen, die dafür gesorgt haben, dass die Leute, die ein Unternehmen verlassen, und ich weiß, dass ein paar ehemalige Kollegen von mir auch im Raum sind, über den Freundeskreis, dass die gut vernetzt sind und dass die auch in den allermeisten Fällen mit einer guten Meinung über das Unternehmen rausgehen. Also auch sicherlich was Wichtiges, Pflege des Lebenslaufs. Und letztendlich, und auch das würde ich gerne mal nennen wollen, öffentliche Anerkennung, also Streicheleinheiten durch die Führungskraft. Wir können über ganz viel Geld reden. Wenn Sie die Leute nicht persönlich da abholen, wo die sind, dann nutzt das auch nur eine begrenzte Zeit. Geld ist nur für eine begrenzte Zeit Motivator. Zumindest das Zusatzgeld. Andere Anreize. Reisen. Aber bitte, und das gibt es auch heute noch, also Incentive-Reisen auch bei uns, gibt es glaube ich in vielen Unternehmen. Man muss halt darauf achten, wie man sie aufsetzt und auch aufpassen, dass es nicht irgendwelche Auswüchse nimmt. Selbst wenn es nicht im Programm drin ist, denke ich, sollte man einfach aufpassen als Firma, dass man die moralischen und ethischen Werte, die man sonst im Umgang mit Unternehmen pflegt, auch auf Vertriebsreisen aufrechterhält. Uhren, ja, altes Thema, ist glaube ich jetzt nicht mehr so spannend heutzutage. Ja, die Zeit der New Economy mit diesen Uhren ist vorbei. Aber Anerkennung durch den Chef, Lob, Feedbackgespräche gehört mit dazu. Und ich glaube, was viele Vertrieblern auch wichtig ist, ist die öffentliche Anerkennung. Also im Intranet vielleicht das Projekt des Monats vorstellen, mit dem Team, nicht nur vielleicht auch mit demjenigen, der das Team geführt hat, aber nicht nur mit dem einen, sondern wenn das eine Teamleistung war, auch die anderen mit aufzunehmen. Oder was wir früher hatten, so ein Dinner for Two. Ja? Also jemand, der jetzt irgendwie das Wochenende durchgearbeitet hat, ich habe es Joachim und wir haben es weitergemacht, ne? Also auch in der jetzigen Firma, dass man einfach sagt, komm, hast das Wochenende durchgearbeitet, jetzt gehen wir mit deiner Frau schön essen und gibst ihm eine Urkunde. Ne? Da gab es mal ein Unternehmen, wo ich zwischendurch gearbeitet habe, wo dann
gesagt worden, nee, das können wir im Moment nicht machen, wir wollen solche Sachen nicht. Sag dem einfach, der soll eine Kundenbewertung aufschreiben und reicht das ein. Ne? Also erstens ist das Betrug und nicht in Ordnung. Und zweitens ist der ganze Wert weg. Ja, weil was, der Wert ist ja nicht die 200 Euro oder 150, um mit der Frau mal ins Musical zu gehen oder mit dem Partner, ja? Sondern die Urkunde, die er mit nach Hause bringt und sagt, guck mal, die Firma hat es erkannt, letztes Wochenende habe ich durchgearbeitet und nächste Woche Freitag, hier ist die Urkunde, gehen wir beide schon los. Das ist das, was manchmal von Leuten, die nicht Vertrieb denken, überhaupt nicht erkannt wird. Es ist die Geste, nicht die 150 Euro. Firmenwagen, andere Leasingklasse, Treibstoffkosten, kann man vieles machen. Training, wir hatten das eben bei Ihnen schon noch mal wieder, ich glaube, Coaching durch Megaseller, gerade für Leute, die am Anfang des Berufslebens sind, ein wichtiger Incentive, auch ein Anreiz. Oder auch mal für diejenigen, die schon sehr weit sind, wirklich elitäre Sales Trainings Workshops zu machen. Mit elitär meine ich gute Trainer, gute Umgebung und nicht irgendwas anderes. Und 18 Optionen mit gewissen Haltefristen natürlich. Ne? Sie wollen die Top-Leute halten. Druck als klassisches im Sinne von, ich übe Druck aus, ich drohe mit irgendetwas. Ja? Ich glaube nicht, dass das bei guten Vertriebsleuten irgendwie wirkt. Schaffen Sie eine Umgebung, in der die Leute erfolgreich sein können. Und am Ende vergessen Sie nicht, den Vertrieblern einfach auch mal eine ehrliche, überzeugende und idealerweise auch öffentlich ausgesprochene Anerkennung zuzukommen. Das war's von meiner Seite. Herzlichen Dank.